Jo Leute, nach einem abnormal heftigen Part gestern, ich kann schon nicht mehr. Die Schätze auf die da scheiße ich jetzt drauf. Hä? Ach so, ja. Ist egal. Ja, die ehemalige Königin von den Gerudo wird. Da haben wir sie schon. Jetzt wahrscheinlich. Nicht schlecht, Kleiner. Ich hab's wohl dir zu verdanken, dass meine Seele wieder frei ist. Und Naboris haben wir auch zurückerobert. Dann ist es soweit. Ich schätze mal, einige wollen jetzt das Bild anhalten. Wir Gerudo machen äußerst ungern halbe Sachen. Du wirst in Schloss Hyrule gegen Ganon antreten, nicht wahr? Ich kann den Moment kaum erwarten. Dieser Titan wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit, Urbosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich hoffe, du bist stark genug dafür. Geil. Was uns zugestoßen ist, du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte, würdest du ihr das von mir ausrichten? Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dass sie stolz auf sich sein kann, ja? Pass für mich auf sie auf. Und, naja, auf Hyrule auch. Ja, also Urbosa scheint noch nicht so lange tot zu sein. Die scheint es schon noch etwas länger gegeben zu haben, weil ja die Tochter von ihr, die sieht jetzt nicht unbedingt sehr alt aus. Und auch nicht ausgewachsen, witzigerweise. Ja, das heißt, die müsste noch etwas länger gelebt haben, da er sie im Tagebuch vorkommt, zumindest noch bis die lesen und schreiben können muss, damit es ja geht, sonst geht's ja nicht. Ah, trotzdem, die Nachfolgerin, also die Tochter von ihr, ist doch ziemlich kampfeslustig, würde ich sagen. Und jetzt macht sich auch der zweite Titan auf Richtung Berg, um das Schloss von Hyrule, oder besser gesagt, die Verheerung Ganon in seiner Monstergestalt anzugreifen. Gibt ja vier, einen Elefanten, ein Kamel, ich glaube einen, was war das dritte, ich glaube ein Drache war es das sogar. Und im Gebiet der Zoras gibt es außerdem noch einen geheimnisvollen Drachen. Liedern wird sie als Weise der Gerudo besungen. Nach ihr wurdest du benannt, Naboris. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Eine echte Gerudo. Vor 100 Jahren sind wir ihm schmählich unterlegen. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen. Die Verheerung Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen,
Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten. Alles bei unserer Ehre als Gerudo. Verlier Ganon keine Sekunde aus den Augen. Wenn Link ihm gegenübersteht, werden wir ihm zeigen, was verheerend wirklich bedeutet. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht. Ja, also zwei Titanen scheint ja Ganon noch relativ chillig wegzustecken. Wundert mich sogar. Und außerdem werde ich offscreen mal etwas untersuchen müssen. Und zwar suche ich eben jenen Drachen. Halte zum Aktivieren Y gedrückt. Aha. Ja, das können wir auch gleich mal ausprobieren. Aha, okay, gut. Es wird sich dann wahrscheinlich mit der Zeit... Kann ich jetzt eigentlich so da rein? Nö. Kann ich nicht. Im Übrigen haben sich ja sehr viele Leute, also meine Klassenkameraden, ich hatte damals nicht allzu lange nach Release die Switch mal dabei. Die haben sich ja darüber sehr gefreut. Und zwar irgendwo hier im Gebiet der Zora, also hier irgendwo, soll es einen Drachen geben. Nö. Ja. Ich weiß nicht, wo er sich befindet. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass es noch auf jeden Fall einen Drachen geben soll. Also auch als Titan soll es ja einen geben. Ja, das Kamel für die Wüste, den Elefanten für das Wasser. Ja gut, obwohl, es könnte auch was anderes. Es könnte auch was anderes sein. Was hat es denn noch? Ja, was für die Erde muss es noch geben. Weil es ist ja die vier Elemente. Da verkörpert das die vier Elemente. Ich habe keine Ahnung. Aber es gibt, glaube ich, vier Völker. Was ist denn der menschliche Titan? Das wird von den Völkern ausgehen. Schätze ich jetzt mal. Also, schlecht. Also mit der Kombi sollte uns jetzt nicht kalt werden. Ich werde jetzt mal offscreen nach dem ganzen Zeug suchen. Das ich eigentlich jetzt noch haben will. Oder besser gesagt, wonach ich ja eigentlich suche. Weil das muss hier ja auch irgendwo rumliegen, ja? Oder nicht? Ja, also man sieht eindeutig. Nur mit einem Schutzmechanismus wäre es hier deutlich zu kalt. Was ist das denn für ein Vieh? Ach, von dem kriege ich das! Okay, ja. Kann durchaus öfters vorkommen, dass der hier auftaucht. Würde mich sehr freuen. Also man sieht, hätte man hier nur eine Schutzausrüstung. Was ist das hier? Wildbeere. Also ich hoffe, dass das jetzt mal hier nicht weiterfällt. Weil ansonsten habe ich ja wirklich Probleme.
Weil ich habe zum Beispiel auch keine Hose, die dagegen hilft. Weil mit einem... Okay, das ist jetzt schon gefährlich nahe, aber ich glaube, noch geht's, noch geht's. Jo, da oben ist er. Da oben ist der, den ich gesucht habe. Hä? Aha, okay. Und wie soll ich das anstellen? Ja, gut, ich meine, ich kann da auch so locker hin, aber... Ja, obwohl, ich habe die Zeit dazu, also... Naja, obwohl. Ja, gut. Es wird sich schon ausgehen. Okay, vergiss es. Das hole ich dann irgendwann nach. Das ist mir jetzt zu blöd. Also, Stempel drauf. Und weiter geht's. Ach ja, ja. Hier ist auch noch was Spezielles. Ich kann es jetzt mal zeigen, wenn ihr wollt. Hier kann man sehr, sehr gute Edelsteine abbauen. Und zwar, weil es hier eben so arschkalt ist. Oh, Leuchtstein. Brauche ich den überhaupt noch? Keine Ahnung. Wow! Komm schon, raus mit dir und weg mit dir. Pff, ja. Gut, ja. Weißes Schleimgelee, hä? Anscheinend war in dem Ding nichts drinnen. Okay, ich soll's vielleicht... Danke, du Arsch. Dass du mir jetzt noch mehr frierst. Ach so, die gehen nach einer Zeit urschnell wieder weg. Ja, okay. Gut, das wird er erklären. Ein kleines Ivarok, ich pack's ja nicht. Ach komm, Link, jetzt tu nicht so. Voll fies irgendwie. Ah, was wollte ich? Was wollte ich? Jetzt habe ich keine Ahnung, was ich... Also ja, mich heilen. Also im zweiten Anlauf war ja der Endboss vom diesem Drecks-Dungeon da ja gar nicht so schwer. Man musste halt beachten, dass man im letzten, in der letzten Phase halt wirklich perfekt ausweichen musste. Und zwar ist da das Zeitraffer. 0,14 Sekunden. Wer in diesen Sekunden nicht drückt, ja, der möge doch bitte scheißen gehen. Du Exalbumerang, ja, ich weiß, es ist ein bisschen schwächer, ich habe schon Waffen, die waren Level 60. Juckt mich aber jetzt eher wenig. Was ist das, ein Schneehuhn?
daneben wegen dem dämlichen Steuerverzug. Ja, gegen euch kämpfe ich bestimmt. Ihr könnt mich mal. Und hole mir jetzt mein Luxuswild ab. Danke. Ach so, es ist Zufall. Okay, gut. Sehe ich auch einen, aber... Ja, komm, ihr könnt mich mal. Und der ist gleich der nächste, der mich dann kreuzweise kann. Leuchtsteine haben wir 10. Das ist sehr schön. Leider kann ich endlich die Quest abschließen, die damit zu tun hat. Warte. Ausrüsten. Ja. Rennen. Ja. Sich in Kämpfe verwickeln. Nein. Und zwar. Folgt man diesem Pfad. Und jetzt interessiert es mich, was ich von denen kriege. Ich wusste, ich krieg nämlich was anderes. Luxusgeflügel. Sehr schön. Da gibt es auch noch was Neues. Frostkraut. Lauter gute Sachen. Ups. Das war jetzt nicht so geplant, aber ist es nicht so schlimm. Sag mal, wie weit ist denn da noch nach oben? Ja, schon langsam wird es langweilig. Ja, ich wollte nur mal sagen, ne? Wisst ihr was? Ich pfeife jetzt da auf den Weg. Ganz egal, wie viele Schätze oder was auch immer da einem versprochen werden. Nichts geht über die Zeit, die man sich hier auf dem Weg erspart. Nein! Oh, Link, du blöde Missgeburt. Jo. Und jetzt schnell hoch. Ihr seht ja eh sowieso das lilane dort. Ja, und jetzt können wir nur auf einmal stehen, hä? Aber vorher ging's nicht. Ja, und zwar, der Drache, den konnte man, glaube ich, von der Verheerung Ganon befreien. Ich weiß nicht genau, wer das war, der mir das an meine E-Mail-Adresse geschickt hat. Der hat gesagt, ein anderer Let's Player hat es auch schon gemacht. Habe ich aber nicht nachgesehen. Ich habe nämlich absolut keinen Plan, was dieses Vieh kann. Aber hier scheint auch eine Art Quelle zu sein. Quelle der Weisheit. Oh. Hört sich interessant an. Mal schauen, ob das in 7 Minuten noch machbar ist. Okay, sie heißt uns mal an der Quelle willkommen. Dies ist der Diener der Quelle der Weisheit. Der azurblaue Geist der Ranetspitze, Nydra. Oder Naydra. Seit uralter Zeit war er der Göttin stiller Diener. Doch dann nahm die böse Kraft der Verheerung an und Besitz von ihm und verlieh ihm seine jetzige Gestalt. Du, der du die Zeichen der Bewährung erhalten hast, reinige den azurblauen Geist von Nydra, vom Bösen. Zeige mir deine Stärke. Ja, war das nicht irgendwas mit Weisheit? Hm? Okay, gut. Punkt 1, ich muss mich heilen.
Punkto 2, wo habe ich denn noch die besten Chancen mit welchen Pfeilen? Okay, dann müssen die meisten Schüsse aber sitzen. Okay, ich werde das am Schwanz angreifen. Würde ich mal vorschlagen, weil das ist ja meiner Meinung nach das Beschissenste. Vor allem, was macht denn der Drache dann eigentlich? Vor allem jetzt, wo die Augen zu sind, kann ich sie ja nicht treffen. Oder muss ich irgendein bestimmtes Auge treffen? Och nö, oder? Ich muss doch jetzt nicht ernsthaft drauf, oder? Na, immerhin, es wird beschleunigt, also. Ich beschwere mich jetzt nicht, weil es beschleunigt wird. Ich war ja jetzt durchaus fix da oben. Hey, Link, du sollst keinen Pfeil abschießen. Okay, das hinten beim Schwanz, das habe ich schon. Okay, schießen wir den hier mal. Hä? Was fliegt denn der so behindert? Ja, komm! Ey, bitte! Ich brauch... Lass es doch einfach gut sein, ha, die UNZ. Lass es doch einfach gut sein. Die Switch wird sowieso nicht aufhören, dumm zu sein, bis du aufhörst. Komm schon, Alter. Die Pfeile müssen weiterfliegen. Das gibt's gar nicht. Komm. Und jetzt beug dich mal. Pff, ja, da scheiß doch drauf. So. Gibt es hier noch irgendwie die Möglichkeit, seine Position weiterhin zu erhöhen? Ja, auf den Eisblock kann man raufklettern. Aber ich glaube, dann kriegt er ja einen. Mal schauen. Wo ist er hin? Ach, da. Okay. Was macht er denn jetzt? Wo fliegt er jetzt hin? Ja. Sollte jetzt... Gott sei Dank hatte ich jetzt die Fee. Oh mein Gott, ey. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie weit ich hier aufsteigen muss, um ihn wieder zu treffen, aber... Hallo, Aufwind? Wirst du auch mal aktiv? Ich werde das jetzt beschleunigen, weil das ist ja nicht machbar. Wie üblich, ne? Es ist zwar schon machbar. Jetzt flieg nach vorne, du gesichtsfaule Sau, du. Umschau. Jetzt mach endlich wahr. Alter! Hörst. Das ist doch nicht die Wohlfahrt, ja?
Wo ist das Mistviech? Ach, da ist es. Also, Leute, ich weiß nicht, wer da die Engine für die Pfeile programmiert hat. Dieser Typ war auf jeden Fall ein Mordstrottel. Ich meine, zieht euch das rein. Zieht euch das mal rein. Ich frage mich nur, wie hat er das dann verstanden mit, dass man die Fee verwendet? Wahrscheinlich gar nicht, ja. Gut, das ist eine Möglichkeit, aber... Ich habe dann doch nicht unbedingt Bock. Fliegt er jetzt schon wieder woanders hin oder bleibt er da? Eigentlich bleibt er da. Kriege ich irgendwo einen Aufwind? Okay, das war daneben. Ah ja, jetzt geht's ins Tal runter, ich sehe es. Ich bete, er macht's gescheit. Ich bete darum, er macht. Er möge es doch bitte normal machen, ja? Nö, draufgeschissen. Ich weiß zwar bestimmt nicht, aber ja. Gut. Sei jetzt mal dahingestellt. Jetzt fliegen wir dem Ding einmal genau entgegen. Und wart's. Jawohl. Leute, wir haben's endlich. Der Drache wurde erlöst. Hey, die Figur haben wir ja schon mal gesehen, oder? Aber nicht so, also wir haben die Donnerversion von ihm gesehen, sogar mit Mark zusammen. Apropos, den müsste ich eigentlich eh noch erreichen. Scheint wohl sehr beschäftigt. Dank dir wurde Neidra... Der große Geist der Ranellspitze von der Kraft des Bösen gereinigt. Geh nun durch. Bohre Neidras Körper. Durch dieses letzte Ritual wird er seine Freiheit wieder erlangen. Aha.
Sagt die immer nur dasselbe oder? Ja. Gut. Würde ich sagen, lassen wir es bei Neidra mal gut sein. Ich werde jetzt noch hier nachsehen, weil hier soll sich laut irgendjemandem noch etwas befinden, was ich unbedingt haben will. Aber Leute, das mache ich jetzt offscreen, habe der Game Engineers und wirklich bis zum nächsten Mal. Ich danke euch, wenn ihr diesen geilen Part hier mitverfolgt habt. Erstens, der Titan wurde wieder erweckt. Zweitens, Neidra oder Nyadra oder Naydra, wie auch immer, wurde befreit. Es war ja wirklich nicht leicht, der Kampf. Ja, ich weiß, ich habe ich weiß nicht, ob ich vorgespult habe. Das werde ich erst in der Aufnahme sehen, leider. Weil ich weiß ja erst im Nachhinein, wie lang oder kurzfristig das halt gedreht oder zeitverschwendend ist. Und, der Penner hatte recht. Da ist tatsächlich was ich wirklich gerne haben will. Und wie ich ihn schon hasse. Woher wusste er das eigentlich mit dem Dungeon? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hä? Sieht ja komisch aus.